hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Erzengel Michael, das Paradies auf Erden neu erschaffen. Empfangen durch Ronna Herrmann, übersetzt von Wolfgang. Geliebte Meister, während sich die Menschheit und die Erde auf den nächsten großen Sprung in der Evolution und der Bewusstseinswerdung vorbereiten, wird alles bis in den tiefsten Kern der Existenz erschüttert. Je höher ihr nach Erleuchtung strebt, desto tiefer müsst ihr in die Kernessenz eurer Vergangenheit eindringen. Wenn ihr die Gedächtniszellen eurer kosmischen Vergangenheit anzapft und euch eures königlichen Erbes bewusst werdet, erinnert ihr euch auch daran, wie es in eurer alten Vergangenheit immer wieder vorkam, dass eure Realität und die Welt auf den Kopf gestellt zu werden schienen und alles, was vertraut war, sich rasch auf irgendeine Weise veränderte oder weggefegt wurde, oft durch Kriege zwischen Rassen und Nationen oder durch ökologische Katastrophen durch die Elemente der Natur, Feuer, Wasser, Luft, Wind und Erdbewegung. Jeder Mensch auf der Erde befindet sich auf irgendeiner Ebene mitten in einer evolutionären Krise. Viele streben danach, die verbleibenden Gedankenmuster, Gewohnheiten und die Dichte ihrer tierischen, menschlichen Natur abzuschütteln. Es gibt auch viele von euch, die seit vielen Lebenszeiten als verfeinerte Wesen der Menschheit fungiert haben und sich in die Reiche der spirituellen, menschlichen Wesen bewegen, wobei eure unsterbliche Seele hell im Inneren brennt und euer aurisches Feld von der ewigen Geistessenz unseres Vater-Mutter-Gottes überstrahlt wird. Wie wir schon oft gesagt haben, Gott, Göttin, straft nicht. Da jedoch das universelle Muster des Wandels immer stärker wird und sich der Wandel der Zeitalter beschleunigt, wird alles, was nicht auf Wahrheit, Gleichgewicht und Harmonie beruht, in seinen Grundfesten erschüttert werden. Wie euch bewusst wird, müssen sich viele Regierungen und Zivilisationen, die mit negativen dreidimensionalen Schwingungsfrequenzen von Macht, Gier, Kontrolle und Unehrlichkeit aufgebaut und durchdrungen wurden, nun ihren Missetaten stellen. Und der Verrat des ihnen entgegengebrachten Vertrauens wird aufgedeckt. Diejenigen, die darauf bestehen, in den niedrig gelegenen Küstengebieten zu bauen oder zu leben, sollten sich inzwischen darüber im Klaren sein, dass die radikalen Erdveränderungen, die gerade stattfinden, noch einige Zeit andauern und zunehmen werden, wenn sie nicht aufhören, auf dem Treibsand der Negativität und Verantwortungslosigkeit zu bauen. Eure Küstenlinien haben sich schon viele Male zuvor verändert und werden sich wieder verändern, denn das alles ist Teil der Zyklen der Natur und der Reinigung der Erdoberfläche. In der Vergangenheit sind Landmassen gesunken, um sich dann erfrischt und erneuert wieder zu erheben und bald von neuem Leben zu wimmeln. Dürre kommt in Gebiete, die durch Pestizide und Chemikalien übernutzt und zerstört wurden, und Wüsten blühen auf, nachdem sie hunderte von Jahren brachgelegen haben. Man muss nur die Geschichte der Menschheit und der Erde erforschen, um zu wissen, dass dies wahr ist, und warum seid ihr denn so überrascht, wenn ihr wieder einmal von einer Zeit des Status quo in eine Zeit des Wandels übergeht. Es hat schon immer Zyklen von Tod und Wiedergeburt als Teil des evolutionären Prozesses gegeben und diese Zyklen betreffen jede Facette der Schöpfung. Wir wollen keine Angst oder Zweifel in euch wecken. Tatsächlich ist es genau das, was wir zerstreuen wollen, während wir uns bemühen, euch zu versichern, dass ihr und nur ihr allein entscheiden werdet, ob ihr euch mit Leichtigkeit und Anmut oder durch Katastrophen und Chaos in das neue Zeitalter bewegt. Wir möchten euch helfen, zu verstehen, was in den kommenden Monaten und Jahren auf euch zukommt.
Die meisten von euch, die diese Botschaften lesen, sind sich bewusst, dass dies die wichtigste Zeit ist, die ihr jemals auf dem Planeten Erde verbringen werdet. Die Entscheidungen, die ihr jetzt trefft und die Energien, die ihr von euch ausstrahlt und die das Kraftfeld schaffen, in dem ihr lebt, werden eure Realität bestimmen und wie ihr diese bedeutsamen Jahre des Übergangs erleben werdet. Es ist an der Zeit zu entscheiden, ob ihr auf der Spirale des Aufstiegs durch das Geschenk des Lebensprozesses oder durch die alten Energien des Todesprozesses vorankommen wollt. Macht keinen Fehler, jedes menschliche Wesen auf dem Planeten befindet sich inmitten dieses Transformationsprozesses, auf irgendeiner Ebene und in irgendeiner Form, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Ich bitte euch, euer Bewusstsein nach außen zu projizieren, weg von euch selbst und eurem kleinen Bild der Realität. Nehmt ein erweitertes Bewusstsein an. Stellt euch vor, wenn es euch hilft, dass ihr euer Leben und das Leben der Menschen um euch herum von unserem Aussichtspunkt aus betrachtet, was euch die Fähigkeit gibt, das Panorama dessen zu sehen, was von Augenblick zu Augenblick geschieht. Blickt auf euer Jahr zurück, über mehrere Jahre hinweg. Habt ihr nicht große Fortschritte gemacht? Seid ihr nicht ein viel weiserer, mitfühlenderer und erleuchteterer Mensch? Könnt ihr nicht die Vollkommenheit oder zumindest die Gerechtigkeit in dem sehen, was in eurer Vergangenheit geschehen ist? Seid ihr nicht stärker und weiser durch eure Prüfungen und Tests auf dem Weg? Beobachtet die Menschen, die euch am nächsten stehen. Haben sie sich weiterentwickelt und ihr Bewusstsein erweitert? Oder stecken sie immer noch in der Tretmühle der Trägheit fest, ängstlich in ihrem Tunnelblick auf das Leben? Werdet ihr fähiger darin, alte, überholte Gewohnheiten und Denkmuster loszulassen? Fällt es euch nicht leichter, die Fülle an Informationen, die euch erreichen, zu filtern, um herauszufinden, was eure Wahrheit ist und was nicht mehr eurem höchsten Gut dient? Ihr seid dabei, eine Verbindung des Heiligen Herzens und des Heiligen Geistes mit Spirit wiederherzustellen. Es braucht ein vereintes Herz und einen vereinten Verstand, um die kohäsive Kraft unseres Vater-Mutter-Gottes zusammenzubringen. Bedingungslose Liebe ist der magische Schlüssel, der die Feuer der Schöpfung entfacht. Liebe mit Bedingungen wurde zur Norm, als die Menschheit in die Dichte sank, und aus diesen negativen Gedankenmustern entsprangen alle anderen selbstbegrenzenden Konzepte und wurden zu eurer Wahrheit. Jetzt ist es an der Zeit, eure gegenwärtige Realität umzukehren, loszulassen und neu zu strukturieren. Eine neue Realität, die all die Lektionen in Meisterschaft umfasst, die wir euch in den letzten Jahren gegeben haben. Wir haben euch Möglichkeiten gegeben, eure Gedanken zu kontrollieren und den Geist zu beruhigen, um euer Unterbewusstsein und euer Bewusstsein mit der höheren Weisheit eures göttlichen Selbst neu zu programmieren. Wir haben euch geholfen, die verschiedenen Gemüter eures Chakrensystems ins Gleichgewicht zu bringen, sodass sie wieder in Harmonie miteinander arbeiten können. Es ist kein Wunder, dass ihr mit eurer Umgebung auf Kriegsfuß steht, denn ihr habt so lange Zeit einen aussichtslosen Kampf mit eurer eigenen Schattenseite geführt. Ihr seid diejenigen, die der göttlichen Kraft der Schöpfung erlauben müssen, durch euch in die Erde und aus eurem solaren Herzzentrum herauszufließen, damit dieses wundersame Elixier allmählich die Erde erfassen und zum Erwachen der Menschheit beitragen kann. Es wird eine Zeit kommen, in der die radikalen Kräfte der Natur nicht mehr notwendig sein werden, um die Erde zu reinigen und in Harmonie zu bringen. Könnt ihr nicht erkennen, wie ungeheuer wichtig jeder von euch in diesem Prozess der Reinigung und Transformation ist? Euer Ziel ist es nicht nur aufzusteigen, sondern eurem Geist selbst zu erlauben, herabzusteigen,
damit eine Integration und Verschmelzung der vielen komplexen Facetten eures Selbst stattfinden kann, die auf eurer vielfältigen und wundersamen Reise durch dieses Universum, die Galaxie und während all eurer irdischen Erfahrungen entstanden sind. Als Sternensaatseelen hattet ihr vor eurem Abstieg durch das multidimensionale Universum eine Vielzahl von Erfahrungen, in denen ihr alle Tugenden und Qualitäten des Schöpfers in perfekter Harmonie und in völliger Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen vorgelebt habt. In vielen anderen Erfahrungen habt ihr eure enormen mentalen Fähigkeiten fast ausschließlich genutzt, indem ihr euch auf eine bestimmte Gedankenform oder Schöpfung konzentriert habt. Durch eure bewusste Absicht habt ihr die notwendige reine Schöpferlichtsubstanz hervorgebracht und wie ein Laserstrahl habt ihr diese perfekte Version projiziert, bis sie sich auf wundersame Weise auf der physischen Ebene manifestiert hat. Ihr habt auch viele wundersame Abenteuer erlebt, indem ihr euch fast ausschließlich auf die emotionalen Facetten eures mehrdimensionalen Selbst konzentriert habt. Indem ihr die Tugenden und Attribute eurer göttlichen Natur nutztet, während ihr euch in den höheren Reichen der Existenz aufhieltet, verschmolz euer Bewusstsein freudig mit der Engelswelt und erlebte so die exquisite Liebe der Schöpfung in ihrer reinsten Form, während ihr hinauszogt, um bei der Erschaffung von Welten und Realitäten jenseits der Beschreibung zu helfen. Während ihr diese verschiedenen Facetten des Schöpfers erlebt habt, hat euer individualisiertes Spirit-Selbst jede Erfahrung registriert und in eurer riesigen Gedächtnisbank aufgezeichnet, denn ihr wusstet, dass eine Zeit kommen würde, in der all die Weisheit, die ihr in der Vergangenheit gewonnen hattet, in euer Bewusstsein zurückholen müsstet. Seit eurem Abstieg in die Welt der Physikalität hat euer Spirit selbst darum gekämpft, innerhalb seiner physischen Hülle zu funktionieren, während ihr das Spiel der Dualität und der Trennung gespielt habt. In zahlreichen Lebenszeiten habt ihr euch in erster Linie auf eure spirituelle Natur konzentriert und die anderen Facetten eures Seins ausgeschlossen. Es ist an der Zeit, all diese verschiedenen Facetten eurer Natur wieder in Harmonie zu bringen, damit ihr wieder in einem Zustand des vereinten Bewusstseins funktionieren könnt. Als ihr in der illusorischen Umgebung der dritten, vierten Dimension funktioniertet, war die am meisten vernachlässigte Facette eures Wesens euer intuitiver Verstand oder Seelenverstand. Es ist eine der größten Ressourcen, die ihr in euch habt, denn er ist eure Verbindung zu eurem höheren Selbst und letztlich zur Schöpferquelle. Eure Seele und euer heiliger Verstand haben einen unendlichen Vorrat an frischen Ideen und kreativen Gedankenformen, die nur darauf warten, dass ihr sie anzapft. Euer intuitiver Verstand oder die kleine innere Stimme wird euch immer den richtigen Weg weisen und euch helfen, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn ihr nur darauf hört. Seit dem Sturz in die Dichte wurde die Weisheit der Seele in den meisten Menschen fast völlig ausgeschaltet. Nachdem diese innere Stimme so viele Jahrtausende lang ignoriert wurde, zog sich die Seele mit großer Traurigkeit in eine fast völlige Stille und Ruhe als Beobachter zurück und wartete auf die Zeit, in der sie als euer Partner auf der Reise des Lebens zurückgerufen werden würde. Sie leuchtet immer heller in jenen von euch, die sich fleißig bemüht haben, sich wieder mit ihrer Seele, ihrem höheren Selbst und ihrem Gottesstrahl, Ich Bin Gegenwart, zu verbinden. Und sie ist jetzt ein ständiger und liebevoller Begleiter, der euch leitet, inspiriert, nährt und schützt. Sie wird euch mit Mitgliedern eurer Seelenfamilie oder mit jenen zusammenbringen, mit denen ihr etwas Wichtiges zu teilen habt. Sie wird dich inspirieren und dir dabei helfen, die Schleusen der Fülle zu öffnen
und deine höchsten Visionen zu verwirklichen, wenn sie mit dem höchsten Gut für alle in Einklang stehen. Inspirierte Gedanken und frische kreative Ideen werden mühelos hervorströmen, wenn ihr euch selbst und anderen dient, indem ihr zum Mitschöpfer all dessen werdet, was harmonisch, schön, liebevoll und von höchster Qualität ist. Es mag nicht so scheinen, aber eine wundersame neue Vision, eine kraftvolle, wahrscheinliche Zukunft für die Menschheit und die Erde hat Gestalt angenommen und wird von Augenblick zu Augenblick gestärkt und vergrößert. Eine Zukunft, in der die gesamte Menschheit sowie das Mineral-, Pflanzen-, Tier-, Menschen-, Naturgeister- und Elementarreich friedlich auf der Erde koexistieren werden. Es wird eine Erde sein, die in ihrer Schönheit unberührt ist, die funkelnd klares Wasser und saubere, gesunde Luft zum Atmen hat. Es wird eine Welt des Überflusses und der Fülle sein, in der niemand unter einem Mangel an angemessener Nahrung, Unterkunft oder Möglichkeiten leidet, und eine Welt, in der verschiedene Rassen, Kulturen, Überzeugungen und Traditionen geehrt und respektiert werden, in der niemand versucht, anderen seine oder ihre Überzeugungen aufzuzwingen oder anderen das Recht abzusprechen, ihre eigenen Wahrheiten zu leben und ihren eigenen Bräuchen zu folgen. Da immer mehr von euch ihre Aufmerksamkeit und ihre Gedanken langsam von den selbstbegrenzenden Denkmustern der Vergangenheit abziehen, verlieren sie allmählich an Kraft und werden unwirksam. Haben wir euch nicht immer wieder gesagt, dass Gedanken Energie haben, positive und negative, und worauf ihr euch konzentriert, vergrößert ihr mit eurer Energie? Wenn ihr erlaubt, dass die Attribute eures Gott selbst hervortreten und die verfeinerte Energie des Geistes zur dominierenden Kraft in eurem Leben wird, ist der Weg frei in den Zugang zu den seltenen Frequenzmustern des gesamten Spektrums der 12 Strahlen eurer diamantenen Kerngotteszelle. Ihr integriert auch die Geschenke der unzähligen Teile eurer selbst, jene Seelenfragmente, die ebenfalls die Reise in die Dichte gemacht haben und bereit sind, ihre Weisheit und Abenteuer mit euch zu teilen. Deshalb müsst ihr nicht alle Antworten haben, so wie es auch nicht notwendig war, dass ihr jede einzelne Facette des irdischen Lebens erlebt. Eure göttlichen Seelenverwandten haben das für euch getan, so wie ihr eure einzigartigen Erfahrungen und Weisheiten mit ihnen teilen könnt. Erinnert euch, meine tapferen Krieger, ihr habt jetzt Zugang zur neuen göttlichen Blaupause, um das Paradies auf der Erde im entstehenden Wassermann-Zeitalter neu zu erschaffen. Wir sind hier, um euch mit allen Kräften des Himmels zu unterstützen, die euch zur Verfügung stehen. Greift nach innen und nach oben, wir werden euch antworten. In Liebe und Dankbarkeit grüße ich euch, ihr Geliebten. Ich bin Erzengel Michael. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.